Einen wunderschönen guten Tag, Couch, zu einer neuen Folge Ni No Kuni 2. Und ja, ich bin beim letzten Mal noch in den Thronsaal gelaufen, um zu speichern und vor allem um mich zu heilen. Den habt ihr ja noch gar nicht gesehen, ich war hier ja noch gar nicht drin. Das ist der neue Thron. Der Thron selbst ist gar nicht so viel, aber ich meine, hier das ringsrum sieht ziemlich cool aus. Und auch ansonsten sieht es schon ziemlich nice aus, muss ich sagen. So, wir gehen hier einmal raus. Der Gang ist übrigens auch länger. Denn ich hatte noch irgendeine Forschung angeblich abgeschlossen. Ist eben aufgeploppt. Vorher kann ich hier das mal eben kurz mitnehmen. Ja, ich meine, Gold wird ein bisschen dauern, bis wir das alles haben. Wie sieht es denn generell hier mit der Königskasse aus? Die kostet 50.000. Okay, ne, die kann ich aktuell nicht. So, wo habe ich was geforscht, was ich noch nicht abgeholt habe? Irgendwo habe ich was geforscht und habe es noch nicht abgeholt. Da stand doch... Hä? Also da stand eben Forschung abgeschlossen. Hier ist aber sonst keine... Doch, da ist noch eine Forschung. Ah! Bin bestimmt auch schon drüber gescrollt, ihr habt es bestimmt auch schon gesehen gehabt. Materialmanagement. Kann ich sonst noch irgendwas forschen? Ne, hier kann ich sonst nichts forschen. Wie teuer ist das Erweitern? Ah, ne, das lassen wir mal. Okay, ich denke, mehr mache ich hier jetzt auch gerade gar nicht. Wie viel brauche ich hier fürs nächste? 100 Talente und 64 Einrichtungen brauche ich. Ich habe jetzt 47 Talente, ne, 50 Talente glaube ich und 41 Einrichtungen. Ja gut, das wird noch ein bisschen dauern. Ich will jetzt erstmal mir die Quests hier abholen. Okay, alles klar. Schauen wir mal, was die Leute in meiner Stadt wollen. Ist das hier... No. Das nö. Evan, mein Jung. Ich hätte da was zu beschnacken mit dir. Hast du kurz Zeit? Für dich habe ich immer Zeit. Och, das hört man doch gern. Dann lass uns mal in den Thronsaal gehen. Da sind wir ohne uns. Nee. Also, worum geht es? Ja. Ich habe in der Lotterie gewonnen. Kannst dir das vorstellen? Ich, hier, guck mal, der Brief. An Nür, den Herrn des Waldes. Wir gratulieren, ihr seid der glückliche Gewinner unserer Lotterie. Kommt mit diesem Schreiben zur Wirrwinkelhöhle, um euren Preis in Empfang zu nehmen. Was ihr gewonnen habt, das ist eine Überraschung. Wahnsinn, du bist ja ein echter Glückspilz. Nicht wahr? Nur leider ist es so, dass ich mir neulich das Kreuz verhoben habe und mich jetzt nicht mehr anstrengen darf. Würdest du für mich dahin gehen? Oi. Die Sache stinkt doch zum Himmel. Hinter solchen Briefen steckt fast immer Betrüger. Am besten ignorieren wir ihn einfach. Ha! Aber wenn es doch nur wahr ist, was dann? Wenn ich nicht weiß, was ich gewonnen habe, kriege ich nachts kein Arg zu. Gut, machen wir eben eine Wettras. Ich wette drauf, dass es in der Brief der Wahrheit steht. Evan, was meinst du? Ich bin ehrlich gesagt auch ziemlich neugierig. Lass uns zumindest mal nachsehen, was da in der Wirrwinkelgrotte vorgeht, Roland. Na schön. Wenn wir hier wirklich eine Betrügerbande am Werk ist, können wir sie sowieso nicht frei herumlaufen lassen. 90.000 Kronen. Das ist doch mal ziemlich nice. Allerdings prinzipiell Stufe 54, aber ich denke trotzdem, dass das klappen müsste. So, wer hat hier noch was? Du hast noch... So, jetzt. Konnichiwa. Paul, was? Wie geht's dir so? Ja. Hervorragend, danke dir. Und Mechbaum übrigens auch. Oh, apropos Mechbaum, ich habe eine gute Idee und eine schlechte Nachricht. Eine gute und eine schlechte Nachricht. Welche willst du zuerst hören? Hä? Was? Die gute. Okay, dann halte ich fest, Vector hat ein paar unbenutzte, super hochwertige Industriebauteile zur Verwendung freigegeben. Das hört sich spannend an. Und die schlechte Nachricht? Wir müssen die Teile suchen gehen. Sie scheinen seinem Luftschiff irgendwo über der Wüste abhanden gekommen zu sein. Ursprünglich waren die Teile für die Entwicklung des Apokalypt-Reaktors gedacht. Aber nachdem Mechbaum jetzt keine Verwendung mehr für solche Dinge hat, können wir die verlorenen gegangene Fracht behalten, wenn wir sie bergen. Na, das lassen wir uns nicht zweimal sagen. Ich mache mich gleich auf den Weg. Wirklich? Super. Ich wusste doch, dass du den richtigen Ansprechpartner dafür bist.
Leider ist nicht genau bekannt, wo das Teil verloren wurde. Aber es müsste irgendwo in der Wüste heruntergekommen sein. Naja, vielleicht stolperst du darüber, wenn du dort in der Nähe bist. Viel Glück. Alles klar, 84.000 Kronen. Also die Quests hier geben jetzt mal ordentlich Erfahrung. So, Moment. Wo war... Da oben rechts war der letzte. Das klingt doch alles vielversprechend, muss ich sagen. Okay. Prinzipiell wolltet ihr, dass ich nochmal im Gnuffi-Wald vorbeischaue? Ach, guck mal hier. Nee, das ist gar nicht. Das ist... Oh. Evan, rate mal. Eine Pfeilpost für dich. Von Eva? Jo, das überrascht dich wohl schon gar nicht mehr. Und ob ich getroffen wurde, interessiert dich anscheinend auch nicht mehr. Tut mir leid. Ich dachte eben, es wird schon nichts passiert sein. Weil du ja jetzt 9 von 10 Pfeilen fangen konntest. Muss wohl der 10. gewesen sein. Oh. Nicht so wild. Lass uns lieber mal den Brief aufmachen. Höret, um meinen minipolitanischen Untertan. Und Evan. Endlich ist der Tag gekommen, da die Armee von Ilvana bei euch einmarschieren wird. Frohlocket und öffnet die Tore. Leider hat uns eine andere Bande auf unserer Festung geworfen. Jetzt schlafen wir wie echte wilde Kerle unter freiem Himmel. Schlürfen Wasser aus Pfützen, knabbern Moos von den Steinen. Aber noch gibt es einen Stern der Hoffnung an unserem Firmament. Minapolis. Wir werden euer Land erobern, damit wir endlich in Frieden leben können. Ich würde jetzt lachen, aber zurzeit ist mir nichts zum Lachen zumute. Diesmal ist es bitter ernst. Wir setzen alles auf eine Karte. Macht euch bereit. Eva, verzweifelter Banditenkönig. Eva und seine Bande sind also obdachlos geworden. Und trotzdem fällt ihm nichts Besseres ein, als wieder einen Kampf mit uns anzuzetteln. Man merkt, dass er mit dem Rücken zur Wand steht. Evan, sei vorsichtig. Die Verzweiflung weckt ungeahnte Kräfte in den Menschen. Ich habe jedenfalls schon mal Kundschafter ausgeschickt. Geh doch mal nachschauen, ob es schon Neuigkeiten gibt. Arigato. Danke, Carlo. Ich bin schon unterwegs. 117.000. Alles klar. Allerdings ist das natürlich viel zu hoch. So, wo muss ich hin? Da unten muss ich theoretisch hin. Wir gehen erstmal kurz nach Katzbuckel. Und schauen mal, was es hier so für Aufgaben gibt. Ich befürchte, dass es hier ein... Oh... Gottes Willen, hier gibt es ja gar nicht viele Aufgaben. Egal, wir nehmen sie erstmal an und dann gucken wir mal. Anno. König F., vielleicht ist das eine dumme Frage, aber ihr habt nicht zufällig General Mausimilian gesehen? Mausimilian? Den Namen kenne ich nicht. Ist das jemand aus Katzbuckel? Ihr untersteht dem direkten Befehl von Ratoleon. Ein wahrer Held, der von den Feinden Katzbuckels für seine Unerbittlichkeit gefürchtet wird. Er ist stark, dass er sogar mit dem schwarzen Ritter aufnehmen kann. Ich wusste gar nicht, dass so jemand in Katzbuckel lebt. Hi. Wahnsinn, oder? Aber als das Bündnis mit Minapolis geschlossen wurde, hat er dieses Land verlassen. Ich habe gehört, dass er seitdem in aller Herren Länder gegen die fiesesten Monster ins Feld zieht. Aber ich glaube, dass General Mausimilian nur seinem Tod entgegengeht, wenn ihm doch nur jemand zu Hilfe eilen würde. Ich verstehe. Ich werde ihn suchen gehen. Wir stehen tief in eurer Schuld. Wenn der General zurückkehrt, können wir endlich gegen die besessenen Monster im westlichen Wald vorgehen. Ich muss dann wieder auf Patrouille gehen. Ich verabschiede mich. Passt gut auf euch auf, Majestät. Gut, dass wir keine Ahnung haben, wo er ist. So, hier drüben ist eine Quest. Von den komischen Rittern hier. Oh, das kann ich nicht hinnehmen. Ich muss es einfach nochmal versuchen. Vergiss es, Mann. In dem Zustand gehst du nirgends hin, außer ins Lazarett. Sie hat ihre Entscheidung getroffen. Akzeptiere es einfach. Was ist denn passiert? Domo. Nagirite, eine Magierin aus unserem Magierkorps ist desertiert. Ich kann es einfach nicht glauben, ausgerechnet Nagirita zu einer gemeinen Banditin geworden ist. Was? Ausgerechnet eine Hofmagierin? Sowas gab es ja noch nie. Ich bin zu ihr gegangen, um sie zur Vernunft zu bringen. Aber du siehst ja selbst, sie hat mit mir gemacht, hat... Oh. Anno. Majestät, wenn jemand von eurem Stand ihr ins Gewissen reden würde, vielleicht käme sie dann wieder zur Besinnung. Ich glaube nicht, dass mein Stand sie beeindrucken wird, aber ich werde auf jeden Fall versuchen, sie zurückzuholen. Hi. Danke, Majestät.
Der Soldat, der jetzt an meiner Stelle zu ihr geschickt wurde, befindet sich südwestlich von Katzbuckel. Bitte sagt ihm, dass ich dich geschickt habe. Man, hör auf, Reden zu schwingen und ab ins Lazarett mit dir. Majestät, bitte bring Nagarita wieder auf den rechten Pfad zurück. Okay, das haben wir. Moment, da hoch irgendwie. Sind auf jeden Fall alles Quests, die bis jetzt machbar klingen. Und nicht irgendwas, such mal. Wo stecken die Quälgeister schon wieder? Das Essen ist bestimmt schon eiskalt. Was ist denn los? Ist etwas passiert? Ach, Majestät, nichts Schlimmeres. Meine kleinen Stinker kommen mal wieder zu spät zum Essen. Ich würde sie ja selbst suchen gehen, aber ich will, dass jemand am Hause ist, falls sie nach Hause kommen. Oh, verstehe. Hast du denn eine Ahnung, wo deine Kinder stecken könnten? Vielleicht kann ich sie ja für dich nach Hause bringen. Kommt nicht in Frage. Du hast doch sicher Wichtigeres zu tun, als meine Rotzlöffel zu jagen. Das ist schon in Ordnung. Wenn ich sage, ich will dir helfen, dann meine ich das auch so. Ach, was für ein Zirkus. Jetzt ist sogar schon der König hinter meiner Rasselbande her. Also gut, ich habe 4 Kinder. In letzter Zeit spielen sie ständig Verstecken. Das macht es natürlich nicht einfacher. Verstanden, 4 Kinder, die Verstecken spielen. Ah, Augenblick. Einer von meinen Kleinen ist wahrscheinlich nicht dabei. Das ist mein Zappel-Philipp. Der verwechselt Versteckspielen immer mit Fangen und rennt einfach davon. Auf jeden Fall sollten alle irgendwo hier in der Stadt sein. Ich habe ihnen gründlich eingebläut, dass es draußen zu gefährlich ist. Gut, ich werde sie zurückbringen. Keine Sorge. Das Lustige, genau die Quest gab es auch schon im Vorgänger. Also auch in Ni No Kuni 1 musste man schon Kinder von der Frau suchen gehen und wieder zurückbringen. Was geht bei euch so ab? Euch kenne ich doch, oder? Ich bin davon überzeugt, dass da irgendwas im Busch ist. Man sollte dann mal nach dem Rechten sehen. Du machst mir immer zu viele Sorgen. Also typisch für dich. Ist irgendwas passiert? Ihr seid doch Evan. Kümmert euch nicht weiter um ihn. Ratibald ist bloß mit den Nerven am Ende. Wie immer eben. Hey, pass bloß auf, was du sagst. Mit meinen Nerven ist alles in bester Ordnung. Verzeih mir bitte, Evan. Wir sind Architekten und derzeit mit der Wartung der Grundwasserleitung beschäftigt. Die Instandsetzung war auch überhaupt kein Problem. Auch wenn Ratibald noch so oft sagt, dass ein seltsamer Geruch aus dem Wasser steigt. Ich glaube ihm nicht. Das saubere Wasser in Katzbuckel ist einer der Gründe, warum ich diesen Ort liebe. Deshalb merke ich sofort, wenn etwas mit dem Wasser nicht stimmt. Nee. Wenn dich das so belastet, werde ich mal nachsehen gehen. Oh, das wäre fantastisch. Vielen Dank. Wenn König Evan persönlich bestätigt, dass alles in Ordnung ist, wird selbst Ratibald endlich Ruhe geben. Aber was, wenn wirklich etwas nicht stimmt? Versprecht mir sofort zu fliehen, wenn alles etwas seltsam geschehen sollte, Evan. Okay, dafür muss ich wahrscheinlich in die Katalysation. So, vielleicht finde ich hier nebenbei noch Kinder, fällt mir gerade mal so auf. Du bist kein Kind, oder? Erwischt! Hä? Spielst du jetzt auch bei uns mit, König Evan? Ich habe eigentlich schon keine Lust mehr. Ich pflück lieber Blumen. Ach so, habt ihr langsam doch genug vom Versteck spielen? Deine Mama wartet auf dich. Es ist Essenszeit. Echt? Schon so spät? Naja, Blumen sind auch blöd. Ich gehe nach Hause. Okay, ist doch ein Kind. Gut, dass ich da fast vorbeigelaufen wäre, weil ich so dachte, ja, steht da halt eine Frau rum. Oder ein Mädel. Warum sollte mich das interessieren? So, hier hinten steht, bist du? Achso, okay. Wir können mal kurz hier beim Board vorbeischauen. Okay, ich habe was zum Abgeben auf jeden Fall, leider nur eins. Ich glaube, ich habe auch nicht wirklich viel. Doch, ich habe 3 Plätze frei. Das haben wir. Das haben wir. Das haben wir. Ja, ich möchte bitte weitere Quests abgeben. Wieder 20 Münzen. 3 Münzen, ja, okay. Und 6 Münzen. Das ist jetzt nicht so die Welt, muss man sagen. 2. Das haben wir noch fertig.
Das neue Fell? Ich habe keine Ahnung, ob ich wohl Kunstlederstiefel habe. Testen wir es. Nein, habe ich nicht. Schade. Okay, 6 Münzen sind auch wieder nicht so die Welt. Okay. Erwischt! Bist du jetzt der Sucher, König Evan? Ich habe gedacht, dass mich hier niemand findet. Niemals, nie im Leben. Ich habe mich so gut versteckt. Aber ist ja kein Wunder, dass du mich gefunden hast. Du bist ja auch der König. Total unfair. Ich glaube, jeder hätte dich hier finden können. Ah, übrigens, deine Mama sucht nach dir. Es ist Essenszeit. Echt? Schon so spät? Okay, dann gehe ich jetzt besser. Mach's gut, Evan. So, das war Nummer 2. Die verstecken sich aber wirklich quasi gar nicht, die Kinder. Was ist hier los? Okay. Das ist nicht so gut. Bist du auch noch ein Kind? Nee, du bist kein Kind. Das ist das Problem, man kann die irgendwie nicht so richtig gut unterscheiden, weil so richtig jung sehen die alle nicht aus. Früher durfte die Maus keinen Schneidereien früheren. Ich gehöre auch dazu. Aber jetzt kann ich Kleidung herstellen, wie es mir beliebt. Und das alles dank dir, König Evan. Dank mir? Als Ratuleo nicht gut auf die Miets zu sprechen war, war es nicht erlaubt, Kleidung für sie herzustellen. Heutzutage kann ich für die Miets, die Maus und die Wauts ungehindert schneidern. Und das reicht mir nicht. Eines Tages sollen meine Kleider von jedermann getragen werden. Nee. Dann solltest du in mein Königreich übersiedeln. Es ist der reinste Schmelztiegel. Welch verlockendes Angebot, aber... Was gibt's da zu überlegen? Das ist deine Chance, deinen Traum zu erfüllen. Um ehrlich zu sein, befinde ich mich gerade in einer Designkrise. Oh, ich kenne das. Wenn man sich zu sehr in eine Sache vertieft, kommen die Ideen einfach nicht. Wenn ich nur dieses Tief überwinden könnte, ich würde dein Königreich besuchen kommen. Lass dich doch einfach von anderen Dingen inspirieren. Ich hab's. Könnt ihr mir nicht helfen, mein Tief zu überwinden? Ich würde gern elegante Kleidung sehen. Eine Demaster-Robe sollte da hilfreich sein, Evan. Evan, lass uns danach suchen. Habe ich die zufällig? Nein, habe ich nicht. Schade. So, irgendwo noch Kinder unterwegs. Hier hinter zufällig oder so. Okay, nein. Du bist kein Kind. Man weiß ja... Du bist ein Kind. Du bist das Kind, das gerne davonläuft. Da bist du ja. König Evan, spielst du auch gerade Fangen? Fangen? Ich dachte, ihr spielt Verstecken. Ja, die anderen spielen Verstecken, aber da muss man immer so lange warten. Das ist mir zu langweilig. Okay, du hast mich gefangen und ich habe verloren. Ich gehe jetzt nach Hause. Tu das und beeil dich. Das Essen wird kalt. Was? Ist es schon so spät? Okay, dann laufe ich. Tschüss, König Evan. Okay. Ich glaube, das hier ist übrigens immer schlecht, weil das... Das sind die fiesen Monster, die hier angegriffen haben. Der Auftraggeber hat echt eine dumme Schnauze gezogen, jo. Tja, die Geizigen gucken immer irgendwie blöd rein. Was glaubt ihr denn, wer Söldner sind? Was Söldner sind? Konnichiwa. Guten Tag. Oh. Was willst du? Also, du bist ein Söldner, oder? Du siehst stark und verlässlich aus. Ich würde dich gerne in mein Land aufnehmen. Stark und verlässlich, sagt er. Ha. Über den Geschmack eines Königs lässt sich bekanntlich ja nicht streiten, jo. Uns Söldnern ist es egal, wer oder von wo unser Auftraggeber ist. Aber ich folge prinzipiell nur starken, fähigen Anführern, jo. Wenn du mich anwerben willst, erledige erstmal 10 Wurmrennen. Ich verstehe. Ich werde mein Bestes tun. Okay. Die Schwarze Legion. Oh, das klingt aber auch nicht schlecht. So. Wo sind noch Quests? Da hinten noch. Okay. Dann hoffe ich, dass ich auf dem Weg dahin vielleicht irgendwie noch den letzten Pimp hier finde.
Wo geht's hier eigentlich hin? Da hinten liegt was. Ein sehr seltsamer Weg. Wo geht's denn hier hin? Aber da hinten ist auf jeden Fall eine Person. Vielleicht ist das eins der Kinder, das sich noch versteckt. Ja, oder? Okay. Ach! Okay. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Wir sind bei den... Da, wo die Meats gefangen waren. Also, wo sie sich versteckt haben, nicht gefangen. Wo sie sich versteckt haben. Gut, dann laufen wir mal einfach zur anderen Aufgabe noch, die es hier gibt. Die Frage ist, ob ich echt alle Aufgaben einsammle und dann eine nach der anderen abhandle oder wie genau ich das machen soll. Ne, da gibt es die Katalysation, da müssen wir zwar auch noch hin, aber das kann noch kurz warten. Hast du noch einen Knirps? Nee, oder? Du bist kein Knirps mehr. Da stehen nur zwei Wachen. Moment, hier kann man noch hoch und da hinten steht auch wer. Nope. Ihr seid... Okay, die Armen... Die Armen. Hier ist jemand drin. Okay. Ja, die... Hier geht's hauptsächlich immer um die... Um diesen, ja, um unseren neuen Gegner. Mal beeindruckt, mal eher geschockt. Guck mal, du siehst doch aus, oder? Wie? Okay, oder auch nicht. So, du hast noch eine Quest? Wenn das mal nicht König Evan ist. Du kommst mir gerade recht. Ich habe mir da nämlich eine kleine Aktion für unseren Laden ausgedacht. Eine Aktion? Worum geht es denn? Sag, wenn ich dabei irgendwie helfen kann. Auf dich kann man zählen, Evan. Also, es ist so, du hast doch neulich Wilmausina einen Gefallen getan. Das hat bei den Meats ziemlich Eindruck gemacht. Du meinst die Sache mit dem Krapfen für Murko? Wie ist das denn rausgekommen? Ich hatte mich doch extra verkleidet. Mach dir keinen Kopf. Der Futternapf ist jetzt in aller Munde sozusagen. Und ich wäre ja keine Geschäftsfrau, wenn ich die Gelegenheit nicht beim Schopf gepackt hätte. Bestellen Sie bei uns und wer weiß, vielleicht kommt König Evan und auch bei Ihnen vorbei. Ist das nicht ein klasse Slogan? Da klingelt die Kasse, das sage ich dir. Allerdings wäre es gut, wenn du tatsächlich ein paar Lieferungen für mich übernehmen würdest. Sagen wir, 3 Backfrische frei Haus in 3 Minuten? Na schön, ich habe wohl keine Wahl. Wenn ich es nicht tue, laufen euch vielleicht die Kunden davon und der Futternapf geht vor die Hunde. Ja, wusste ich es doch. Auf dich ist eben Verlass. Keine Sorge, ich werde dich natürlich angemessen belohnen. Wir sind hier praktisch rund um die Uhr unterbesetzt. Du kannst also jederzeit anfangen. Ruf mich einfach, wenn du soweit bist. Okay, das können wir mal eben markieren. Vorher nehme ich die andere Quest noch an, danach machen wir aber direkt die. Hallöchen und hereinspaziert König Evan. Bist du hier, um meine Süßwaren zu probieren? Ich will ja nicht angeben, aber die leckeren Desserts im Futternapf stammen aus meiner Küche und sind weltweit bekannt. Nein, nein. Evan, eine Süßwarenexpertin würde unser Königreich sicher beleben. Shit, ich habe ihn zu spät verstanden mit dem Beleiben. Das sagst du doch nur, weil du selbst ein Schleckermäulchen bist. No. Ist das so offensichtlich? Aber ich wäre schon froh, wenn du in unser Königreich kommen würdest, Mausine. Ah, ich werde gerade angeworben, nicht wahr? Fifi, klingt eigentlich ganz verlockend. Ich komme aber nicht, wenn es dort weniger Kunden gibt als hier. Tut mir leid, aber da beißt die Maus keinen Faden ab. Yesa. Du kommst also nur, wenn es genug Bewohner gibt, ja? Lass uns mal machen, nicht wahr, Evan? Na, dann macht euch mal ran. Immerhin kommen 70 Kunden regelmäßig zu mir ins Geschäft. Wenn dein Land mindestens genauso viele Bewohner hat, werde ich auch ihnen ihr Leben versüßen. Hihi. Okay. So viel haben wir noch nicht. So, ist hier irgendwo noch das Kind? Ich glaube nicht. So, dann hau mal raus. Prima, dann pass auf, ich erkläre dir jetzt, wo unsere Kunden finden. Der erste steht vor dem Tor und betrachtet den Fluss. Ist ein junger Maus in blauer Klamotten.
Der zweite wartet vor dem großen Haus neben dem Waffenfalk. Es ist ein Menschenjunge in gelber Kleidung. Der dritte befindet sich in Obach der Miets. Es ist eine ältere Mietsdame mit Hut. Es ist egal, in welcher Reihenfolge du die Fische auslieferst. Du musst nur in 3 Minuten fertig sein. Wenn die Panade auskühlt, ist sie nämlich nicht mehr knusprig. So, gucken wir einfach kurz auf die Karte. Ja, ich laufe hier links, um, also von hier aus gesehen links um den See rum und mache dann hinten bei der Obacht der Miets den letzten. Wird aber ganz schön knapp, muss ich sagen. Weil bis zur Obacht der Miets ist dauern ein bisschen. Wobei ich mich da eventuell hinporten kann einfach. Kann ich hier runterspringen? Ja. So. König, was macht ihr denn hier? Wie? Backfisch? Oh, der ist ja wie frisch aus dem Fett. Wie knusprig. Vielen Dank. Okay, vielleicht wird's auch nicht eng. Nee, das wird auf gar keinen Fall eng. Da kann ich auch hinlaufen. Boah, König Effen. König Effen bringt mir meinen Fisch. Das hätte ich ja echt nie geglaubt. Boah, wie der noch dampft. Sieht echt total lecker aus. Vielen Dank. Moment. Porten wir uns doch hin. Geht schneller. Nicht, dass es prinzipiell notwendig wäre, aber... Meine Güte, da bist du ja wirklich. Ich dachte schon, das wäre nur ein Trick vom Futternapf. Man hört ja allerhand Gutes über dich, aber dass du den Leuten sogar das Essen nach Hause bringst. Genauso muss ein Backfisch sein. Innen heiß und außen knusprig. Hab vielen Dank, mein Junge. Yes, ja. Schick, das war der letzte Fisch. Nun fick wieder zurück zum Futternapf. Ja. Auch da müsste ich mich hinporten können. Weil hier hinten rauszulaufen dauert halt einfach ewig. Und naja, das hier geht doch dann relativ zügig. Ich habe alle Backfische rechtzeitig ausgeliefert. Nichts anderes habe ich erwartet. Vielen Dank, König Evan. Die Leute haben ganz schön Augen gemacht, als du so durch die Stadt gewetzt bist. Eine bessere Werbung kann sich der Futternapf gar nicht wünschen. Am liebsten würde ich dich gleich ganz einstellen. Ich bin als König aber leider ziemlich beschäftigt. Vielleicht komme ich wieder mal vorbei, wenn ich Zeit habe. Haha, das war doch nur ein Witz, nur ein Witz. Hier, deine Belohnung, die hast du dir redlich verdient. Oh, 10-mal Backfisch. Das ist aber nett. So, jetzt brauchen wir hier noch so einen kleinen Knirps, der sich irgendwo noch verstecken muss. Einer von euch beiden da oben wahrscheinlich auch eher nicht, oder? Ich könnte mir noch vorstellen, hier hinter. Wobei, hier ist kein blauer Punkt auf der Karte. Das heißt vermutlich eher nicht. Aber da unten steht noch eine. Yes. Erwischt. Hä? König Effen, was machst du da? Bist du jetzt der Sucher? Das geht aber nicht. Heute bin ich doch mit dem Suchen dran. Tut mir leid, eigentlich wollte ich dir nur sagen, dass du nach Hause kommen sollst. Deine Mama sagt, es ist Essenszeit. Das glaube ich dir nicht. Du wirst doch nie extra herkommen, bloß weil meine Mama das will. Wahrscheinlich ist auch noch gar nicht Essenszeit. Ach ja, was sagt dein Magen denn dazu? Tut mir leid, ich gehe gleich nach Hause. Yes, sir. Schick, jetzt haben wir alle. Lass uns mal sehen, ob schon alle bei Mutti angekommen sind. Ja, gut für uns, dass sich keiner so richtig versteckt hatte. So, Quests haben wir auch alle. Das heißt, wir können noch eben zum Mutti gehen. Und dann sind wir zumindest in. Wobei, ja, wir haben noch was in der Katalysation. Donnerwetter, unser Effen ist aber fix. So schnell habe ich die kleinen Monster noch nie zusammengetrieben. Gut, dass ich sie alle finden konnte. Sind sie jetzt gerade bei Tisch? Ja, ich wollte zwar, dass sie noch auf dich warten und brav Danke sagen, aber wenn es Futter gibt, kennen sie kein Halten mehr. Haha, sie hatten wohl doch alle schon ganz schön großen Hunger. Apropos, ich habe selbst noch gar nicht gegessen. Ich gehe dann auch mal zu Tisch. Vielen Dank für alles. Oh, Eierkuchen. Alles klar.
So, dann gucken wir mal ganz kurz bei den Aufgaben. Denn... Das war das mit dem stinkenden Schuh. Warum war das markiert? Irgendwo... Da muss ich, glaube ich, in die Kanalisation, richtig? Muss ich nicht? Da muss ich nicht in die Kanalisation für. Okay, die Monster hier sind mittlerweile sogar grün. Ah, da unten ist was. Und da oben ist irgendwie ein Punkt markiert. Also da steht irgendjemand. Ach, das wird bestimmt die Magierin sein. Könnte ich mir vorstellen. Okay, ich kann ja nicht speichern. Das ist schlecht. Ach komm, Stufe 47. Was ist das für ein Zeichen? Moment. Ja, mach mal ruhig. Mehr Schaden gegen weiche Monster. Ja, komm. Wenn wir das schon mal dabei sind, dann... Das ist ein weiches Monster. Bäh, was ist das denn? Was für ein ekliger Geruch. Ich glaube, mir kommt mal ein Frühstück hoch. Wir müssen schnell was dagegen tun, Evan. Okay, für Katzbuckel. Wir werden der Sache auf den Grund gehen. Das sieht ja echt gut aus, das Viech. Du kannst doch bestimmt kein... Ja, das sieht gut aus. Jetzt muss ich mal eben... Dadurch, dass das Ding hier irgendwie Stufe 48 ist... Aua. Aua. Holy hell. Das Ding macht ganz schön Schaden. Ach nee, das war das Ding, was sich aufsplittet. Ich erinnere mich. Nicht drehen lassen. Gut. Shit, kein Mana. Aua. Fall um. Holy shit. Okay. Die sind aber, da haben einige Level abgehabt. Das hatte ich so jetzt gar nicht vermutet. Boah, ich dachte schon, mir fault die Nase aus dem Gesicht. Mir ist fast die Luft weggeblieben. Der komische Geruch scheint aber weg zu sein. Ja, hast du recht. Wir sollten Ratti bald Bescheid sagen. Der wird Nase, Augen machen. Okay. Immerhin ein bisschen geheilt. Wo sind wir denn hier? Warum ist hier ein Speicherstein? Wo geht's hier hin? Wo geht's hier hin? Das interessiert mich jetzt aber doch gerade mal. Ist das groß? Ne, das ist nicht groß. Aber hier ist ein Speicherstand. Okay, hier ist ein Level 3 Gegner. Das Ding hätte ich wohl irgendwie früher holen können oder sollen. Okay. Ich meine, ich nehme es jetzt einfach mal mit, was hier so ist. Aber nur, um es erkundet zu haben. Aber... Wann hätte ich denn hier hingehen sollen? Ich bin doch aus Katzbuckel direkt verbannt worden und... Oder bin ich von hier gekommen? Bin ich hier rausgekommen? Nee. Hat mir das auch...
Ich überlege gerade echt, bin ich hier rausgekommen? Schon ein bisschen merkwürdig. Kommt hier noch was? Doch, das ist... Das ist der Fluss, wo wir rausgekommen sind, oder? Bin gerade echt ein bisschen überfragt, muss ich gestehen. Bin gerade echt überfragt, weil mir das mega komisch vorkommt, dass ich hier nicht die Kisten hatte. Aber ich bin doch auch nicht hier aus der Höhle rausgekommen, oder? Oder war das... War das der Start? Nein. Aber wenn ihr noch wisst, was das hier genau war, ob ich hier schon war, sagt mir das doch mal bitte. Ich bin der Meinung, dass nicht. Aber das muss nichts heißen. So, das ist die Magierin. Nee. Da soll mich doch... Majestät, was macht ihr denn hier? Ich bin gekommen, um mit Nagarite zu sprechen. Ah, das kommt sehr gelegen. Vielleicht schafft ihr es ja, zu ihr durchzudringen. Wir sind ihre alten Kameraden. Einer nach dem anderen haben wir versucht, sie irgendwie zur Vernunft zu bringen, aber vergebens. Einschließlich mir selbst haben schon 19 Offiziere das gleiche Schicksal erlitten. Wirklich? Schon so viele? Das muss ein Ende haben. Passt gut auf euch auf, Majestät. Ihr seht ja, wie freundlich Nagarite selbst ihren alten Kameraden empfangen hat. Ich werde mich jetzt erst einmal zurückziehen. Ich wünsche euch viel Erfolg. Welche Stufe ist das denn? Oh ja, komm hier, das können wir mitmachen. Stufe 18 ist ja nix. Aufstellung. Nee, das meine ich gar nicht. Truppenvergleich. Ja. Ich könnte jetzt was Schwächeres leveln, aber ich glaube, das lohnt sich einfach nicht. Zumal meine Ausstellung eigentlich nicht schlecht ist. Ja, kommen wir eh nicht hinterher mit dem Lesen. Wer ist das? Der kommt mir irgendwie bekannt vor. Okay, warum ist da ein Tor? Da geht's irgendwie nach unten. Die nach vorne. Ich würde sagen, muss doch theoretisch das Tor aufgehen. Hier muss ich auch jetzt nicht groß nach Nachschub gucken, glaube ich. Hol die her. Die gehen, also das hier geht echt schnell down. Ich weiß, dass zwischendurch welche gestorben sind, aber sogar. Aber ich renne hier auch mehr oder weniger gerade wirklich komplett blind rein. Weil ich von denen nicht wirklich was zu befürchten habe. Okay, muss ich an Katzbrücke vorbei? Ah ja, da. Oh, passt auf, Magier. Magier, nicht Magierturm. Können die mal umhauen, bitte? Danke. Oh, nee, die da bitte.
Oh, da hinten steht auch noch einer. Da stehen sogar noch mehr. Ich könnte jetzt das Ding hier aufbauen, aber... Ach komm, wir bauen das Ding auf. Brauchst zwar eigentlich nicht, aber ist egal. Ich weiß gar nicht, ob die... Sehe ich eigentlich das Level von meinen? Wir sind immer noch 28. Also ja, ich sehe das Level von meinen, aber... Pass doch auf. Okay, das ging relativ schnell. Das ging relativ schnell. Gut, dass die Türme noch hier stehen. Einfach einmal alles an Zeug reingebrettert, was ich hatte und gut war. Das war's dann wohl. Chefin, lass uns jetzt nicht hängen. Na, Geriete, wie konnte eine erfolgreiche Hofmeisterin wie du bloß zu den Banditen überlaufen? Halt's Maul, du hast hier gar nichts zu melden. Möchte gern König. Ihr habt doch mit den Feindseligkeiten angefangen. Na, Geriete. Ich habe keine Lust mehr auf die ewigen Streitereien in Katzbucke. Der ganze Hass und das Leid. Ich will in dieser Welt nicht leben. Ich will einfach als normale Banditin meine Zeit verbringen. So werde ich die Vergangenheit bald vergessen können. Mhm. Na, Geriete, Katzbuckel hat sich verändert. Da wird jetzt keiner mehr unterdrückt. Die Miets und die Maus leben friedlich zusammen und sehen gemeinsam eine friedlichen Zukunft entgegen. Was du nicht sagst. Du bist doch dafür verantwortlich, Ex-König. Wie? Wie du habe ich neue Freunde gefunden. Hier, jetzt werde ich erst recht nicht nach Katzbuckel zurückkehren. Chefin. Ich denke, du hast eigentlich ein gutes Herz. Aber wenn du so weitermachst, wirst du immer kämpfen müssen und dir neue Feinde machen. Möchtest du wirklich so leben? Nee. Was hältst du davon, wenn du mitsamt deiner Bande in mein Königreich kommst? Anstatt zu rauben und plündern, könntest du an meiner Seite kämpfen. Was zum Geier faselst du da? Chefin, ich habe gehört, dass sogar Zoran, die Himmelsschlange, nach Minneapolis gegangen ist. Oh, und ehrlich gesagt, ich will eigentlich nicht mein ganzes Leben lang in den Bergen verbringen. Hm. Hey, kann ich einen Freund dann etwas abschlagen? Vielleicht bin ich selbst zu griesgrämig und kann nicht klar sehen. Ich bitte euch, meine Bande und mich in eurem Land aufzunehmen. Wir sind aber eine große Familie, ist das okay? Prima, es wird euch in Minneapolis gefallen. Nice. Das ist gut. Den da will ich übrigens nicht machen. Moment, ich will mal kurz hier so die Truhen mitnehmen. Auch wenn ich die eigentlich wahrscheinlich nicht brauche. Ja, ich glaube, wir markieren uns gleich einfach mal die nächsten Quests. Okay. Wir können mal gerade nach Ausrüstung gucken. Hier haben wir die Scherbenklinge, können ersetzt werden. Okay. Hast du neue... Okay. Hätte ich vielleicht mal früher nachgucken können? Hätte ich eventuell mal früher nachgucken können? Hätte sich lohnen können. Ja, für dich dürfte nichts Besseres, das wissen wir ja, genau. Nee. Nee, da können wir ihr höchstens hier nochmal bessere anziehen. Ringe und Talisman ist alles egal. Okay. Gut. Ja, komm, den unter mir nehme ich noch mit eben. Also die Truhe unter mir nehme ich nochmal. Ah, da links sind wir übrigens gestartet. Also von da, weil die Truhe da unten, da kann ich mich dran erinnern. Und dann dachte ich mir, ah, vielleicht kommt man auch hier hoch, aber nee, da kann man nicht hoch. Na, da erinnere ich mich noch dran. Okay. So,
Nächste Quest. Falsche Ding. Das war die Schraube. Das ist auch egal. Nee. Das müssen wir noch gucken. Und das müssen wir noch gucken. Die Robe. Okay, gucken wir erstmal, wo die sind. Die sind da drüben. Okay, Moment. Dann gucken wir nach dem anderen Kerl. Moment. Da. Grünwald. Wo war denn der Grünwald? Moment, hä? Mausimilian im Grünwald. Ist das hinter dem Drachen? Kann das sein? Ja, ziemlich sicher ist das hinter... Wir versuchen den Drachen einfach mal. Ist ja nur so, dass das Ding 13 Level über Evan ist. Ja, das könnte jetzt hart werden. Könntet ihr irgendwann mal zuschlagen? Ja, Feuer müsst ihr, glaube ich, nicht versuchen. Achso, nee, Feuer habe ich gesagt, müssen wir nicht versuchen. Aber Wasser können wir versuchen. Ja, wenn er nicht drüber springen würde. Ja, 370. Jetzt auch nicht unbedingt die Welt. Aber er ist gerade geschwächt. Aber, super, was hat er angegriffen? Ich hab nicht mehr gesehen, was er angegriffen hat. Oh, oh, auf was bereitet er sich davor? Gucken wir doch mal am Feuerball. 418, okay. Da sollte man wohl nicht davor stehen. Oh, oh, oh. Ach, das war da. Oh Gott, die Fähigkeit ist so ekelhaft. Ja, so viel dazu. Das müsste, glaube ich, einen Mietpreis geben. Ich brauche ihn nicht. Aber die anderen können ihn gebrauchen. Warum sind meine Schattenviecher eigentlich noch nie ready gewesen? Aua. Guck mal nochmal hier. Also das ist gar kein Heal, das erhöht nur die Verteidigung. Aua, aua. Ja. Einmal kurz heil. Aua. Unterlassen Sie dies. Ich muss sagen, die Dinger finde ich gar nicht mal so gut. Habe ich ihn damit jetzt getroffen oder nicht? Bin mir nicht ganz sicher. Aua. Er macht halt gar nicht mal so viel Schaden. Aber nervig ist er halt trotzdem. Au. Ich habe das Ding am Boden gesehen und lauf einfach rein. Er hat halt relativ viel HP. Die Sache ist, oh, da hinten ist eine goldene Kugel. Gief. Nein, shit. Die war schon auf dem Weg nach oben. Offensichtlich. Angriff.
Oh, lass mich doch da durch, Drache. So, bevor er irgendeinen Angriff machen kann. Nein, er charged raus. Er charged halt echt raus. So, komm, jetzt bleibst du stehen. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Perfekt. Jetzt volle Kraft drauf, komm. Ich weiß nicht, ob es vorne aufs Maul mehr Schaden machen würde. Er ist auch geschwächt gerade noch. Zander. Oh. Okay, da waren keine Blitze gerade, das war gut. Aua. War wieder knapp. Wie er die ganze Zeit mein Feuerviech umwirft. Das ist echt nicht feierlich mit dem Feuer. Wow, ey. Nein. Oh, shit. Aus Versehen zweimal geheilt. Komm schon. Achso, ist down. Eigentlich ist es halt ein ganz normaler Gegner. Das Problem ist nur, ich war halt 13 Level unter ihm. Entsprechend war es ein bisschen anstrengender, als es hätte sein müssen. So, war ich hier schon mal drin? Ist das der... Ne, hier war ich noch nicht drin. Gucken, was ist das denn hier für ein Wald? Was sind hier für Gegner? Wir sind sogar Gegner auf meinem Level, das ist doch perfekt. Da müsste ich sogar, könnte ich in dem Kampf 48 werden. Danke, dass ihr ausweicht, ey. Sehr unfair. So, erstmal den Gegenstand hier. Feurige Scherbenklinge. Feurige Scherbenklinge klingt doch nice. Sonst keine Truhe hier. Ich hätte jetzt gedacht, wenn man hier schon so eine Abzweigung hat, wo sonst nichts ist, dann könnte da ja auch irgendwie was sein. Ach komm, hier bekommt er direkt. Welches ist das verfluchte Breitschwert? Hätte man ja von ausgehen können zumindest. Aber dem war dann leider nicht so. So, dann habe ich auf jeden Fall danach noch Sachen in der Wüste drüben. Aber ich denke, da ich dann die Sachen im Umkreis von Katzbucke gemacht habe, werde ich mir danach mal die anderen Quests holen. Da war jetzt das Level Up. Also war noch nicht den Kampf davor, sondern jetzt erst, aber das ist auch okay. Okay, da gab es einen Stab. Wobei Stab jetzt nicht unbedingt was ist, was ich so dringend brauche. Da hinten liegen auch noch Sachen, aber... Die Sachen lassen wir jetzt mal Sachen sein, würde ich sagen. Der Wald ist ganz schön tief, ey. Hier geht's tief rein. Das ist doch gut, dann habe ich zumindest jetzt schon mal ein Level gemacht. Ist immerhin mal etwas. Also bei der Ende ab, ne? Okay, es geht weiter nach da. Das heißt, wir
schauen uns erst nochmal das da an. Dann denke ich, werde ich mir beim nächsten Mal einen Mechbaum vornehmen. Ja, ich denke, das nächste Mal werde ich mir einen Mechbaum vornehmen. Wobei, wir können erst Quastenfloss gucken. Quastenfloss kann ich mir vorstellen, dass es gar nicht mehr so viel gibt. Das ist übrigens cool, wie das Licht durch die Blätter fällt. So. Wie gesagt, Quastenfloss kann ich mir vorstellen, dass es nicht mehr so viel gibt. Und auch Mechbaum glaube ich, dass es gar nicht mehr so viel gibt. Deswegen, ja, glaube ich, dass wir an Nebenquests gar nicht so viel zu machen haben. Dann, beim nächsten Mal gehen wir in den Gnuffi-Wald. Da muss ich dran denken. Okay, kann ich hier speichern? Nein, kann ich nicht. So, was haben wir hier? Okay, irgendwie Feuer, Moment. Oder was ist das für ein Symbol? Ich würde sagen, das hier, oder? Können wir nochmal kurz gucken. Ja, das ist auf jeden Fall das. Ein hartnäckiges Biest. Dann werden wir wohl gemeinsam hier unser Ende finden. General Mausimilian. König Evan? Roland? Was macht ihr hier? Wir hörten, dass da jemand ganz vergessen auf aussichtslose Kämpfe ist. Wir sind hier, um zu helfen. Ich kann mich nicht erinnern, um Hilfe gebeten zu haben. Also, was soll das werden? Hi. Du musst dich ausruhen, Mausimilian. Wir übernehmen das von hier an. Wir können uns gerne später unterhalten. Wie die falsche Ehre. Ein Rammer. Oh Gott, ich hasse diese Viecher. Ja, genau deswegen. Ich befürchte, dass das nichts wird. Moment mal ganz kurz, wir haben da ein Problem. Wir haben da ein ganz großes Problem. Wir haben da ein riesiges Problem sogar. Bitte setzt es auf die Position, wo er jetzt steht. Danke. Ich habe nichts mehr zum Heilen, das ist gerade mein riesiges Problem. Oh, shit. Das ist das letzte Drei-Blätter-Kraut. Der charge wieder. Nicht unbedingt drangehen, würde ich vorschlagen. Schaden wäre noch geil. Okay, er charge wieder. Er könnte zu mir kommen. Weg hier, weg hier, weg hier. Okay, komm. Ich muss es benutzen. Ich will nicht, dass irgendwer hier von jetzt drauf geht. Oh, ich stehe fast zu nah dran. Und der charge zu mir. Ich habe kein Mana, ist das gut. Oh Gott, ich war wieder fast zu nah dran. Wie sieht's denn mit Knuffis aus? Da. Auf geht's. Okay, letztes. Nein, oh Scheiben, ich hab mich. Shit. Ja gut, das, die goldene Perle benutze ich, wenn wir noch lower sind. Komm runter. Perfekt. Kann ich aufladen oder geht das nicht? Doch, das geht.
steht der. Du willst sicher zu mir? Nee, du willst nicht zu mir? Okay, Moment, Moment. Das, da fangen wir erst gar nicht mit an. Da fangen wir, okay. Puh! Das war ganz schön hart. Dafür, dass der auf meinem Level war, wäre das fast schief gegangen. Gut, lag auch damit, dass ich nichts daran, dass ich nichts mehr zum Heilen hatte. Majestät, warum habt ihr mich gerettet? Ein Soldat in Katzburg hat uns erzählt, dass er sich Sorgen macht, weil du leichtsinnig ganz allein ganz viel zu starke Monster kämpfst. Ah. Was ist mit dir los? Warum begibst du dich unnötig in Gefahr? Das wisst ihr doch ganz genau. Nach dem Bündnisschluss hat sich Katzburg sehr verändert. Doch die Furcht vor der alten Regierung sitzt noch fest in den Herzen. Ich selbst bin einer der hochrangigen Soldaten, die den Staatsstreich unterstützten. Ich erhob mein Schwert zum Wohle der Maus, doch nun bin ich nur ein gewalttätiges Relikt der Vergangenheit und bedrohe das friedliche Miteinander aller. Und deshalb hast du dich auch abgesetzt? Ich habe keinen Platz im friedlichen Katzbuckel der Zukunft. Falle ich im Kampf, dann ist das das Beste, was mir passieren kann. Das stimmt so nicht, General Mausimilian. Was meinst du damit? Du hast dich für den Frieden eingesetzt. Selbstverständlich hast du einen Platz in dieser Welt. Ich kenne nur den Kampf. Ich habe nichts anderes gelernt. Wie soll ich meinen Platz unter all den anderen Leuten finden? In unserem Land wäre das kein Problem. Bei uns in Minneapolis leben die unterschiedlichsten Personen mit unterschiedlichsten Hintergründen. Es gibt immer Dinge, an die man sich nicht sofort gewöhnen kann. Bei uns gibt es sicherlich auch welche, die früheres Leid und Schwierigkeiten nicht einfach vergessen können. Und doch setzen sich alle dafür ein, ein friedliches Land zu errichten. Nicht nur um das eigene Wohl zu willen, sondern für das Wohl aller. Wir sind bereit, alles für das Glück eines jeden zu tun, Mausimilian. Wir wollen eine gemeinsame Zukunft für alle kreieren. Eine Heimat? Auch für mich? Ah. Natürlich. Wenn es das ist, was du willst. Ich danke euch beiden. Evan, Roland, mein Schwert soll fortan für den Frieden erklingen. Ich danke dir, Mausimilian. Auf gute Zusammenarbeit. Sehr gut. Damit haben wir einen Dunkelritter. Und noch jede Menge Zeug. Oh, das könnte schief gehen. Oh, kein Mana. Okay, und den noch. So, oh, schon wieder von 48 auch nochmal einiges an XP gemacht. Sehr gut. Ich würde sagen, wir porten jetzt nochmal nach. Wir gucken jetzt nochmal, welche Quest wir fertig hatten. Das hatten wir noch nicht. Das hier hatten wir. Das hatten wir auch noch nicht. Haben wir nur das eine? Also das ist das an. Okay. Das heißt, ja, wir gehen jetzt eben einmal nochmal nach Katzbuckel. Geben die Quest ab. Dann niesen wir einmal. Entschuldigung. Und dann sind wir heute fertig. Dann mache ich beim nächsten Mal, gucke ich mal, was wir hier noch in der Umgebung hatten, weil wir haben ja für Minneapolis noch ein paar Quests. Die können, sind nämlich, glaube ich, hier noch, auf der Seite. Das heißt, bevor wir uns wegporten, gucken wir uns da nochmal um. Nee. Es stimmt, was du gesagt hast, Ratibald. Da war ein stinkendes Monster, das Wasser verunreinigte. Wir haben da mal ordentlich aufgeräumt. Jetzt ist alles blitzeblank. Ja, ich kann tatsächlich nichts mehr riechen. Alles weg. Ausgezeichnet. Dank euch. Danke, dass ihr mir geglaubt und die Drecksarbeit erledigt habt. So rein wie das Wasser ist, hat nun auch meine Seele Ruhe gefunden. Genau. Welch hochtrabender Feingeist ist uns denn zugegen? Hochtrabend?
Ich habe mich voll und ganz Evan und seiner Sache verschrieben. Hi. Hättet ihr nicht eine Aufgabe für mich, Majestät? Nehmt mich doch mit. Ich bin nur ein bescheidener Architekt, aber ich kann bestimmt von Nutzen sein. Oh, du würdest dich wirklich anschließen? Aber selbstverständlich, du bist herzlich willkommen. Du wirst in Evans neuem Königreich sicher für viele Verbesserungen sorgen, Archibald. Wir werden von nun an auch auf die kleinen Dinge Acht geben. Mal sehen, wer am Ende das bessere Königreich aufgebaut haben wird. Arigato, na? Danke, danke für eure Unterstützung. Ich überlasse Katzbuckel euren fähigen Händen. Perfekt. So. Dann würde ich sagen, das Tor ist übrigens echt cute. Das passt zu meinen Ohren. Ist ja auch eine Katze. War das doch eine ganz erfolgreiche Folge. Wir haben zwar die Hauptstory nicht weitergemacht und das werden wir auch nächstes Mal noch nicht machen, denn da werden wir auch uns nochmal um Nebenmissionen kümmern. Aber wir haben ein paar Nebenaufgaben gelöst. Wir haben hier einen Katzbuckel Leute unterstützt. Wir haben noch weitere Aufgaben. Wir werden noch weitere Aufgaben abholen. Ob wir davon am Ende dann alle machen, wird sich zeigen. Aber ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ansonsten, wie gesagt, den Knuffiwald werde ich noch aufsuchen demnächst. Und jetzt bleibt mir nichts anderes, als zu sagen, wenn es gefallen hat, einen Daumen da lassen. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dahin. Haut rein.